Hallo, Freunde der Spiegeltour. Ich melde mich ein wenig zurück von meiner Krankheitszeit, um ein bisschen Assassin's Creed Odyssey heute zu spielen, weil es heute raus ist, weil ich heute den Key bekommen habe und weil ja Zeit immer wichtig ist bei sowas, werden wir es heute schon starten. Aber als einziger Titel im Moment heute, der jetzt dann kommt ab morgen, kommen dann wieder ein paar mehr Titel auf meinem Kanal. Deshalb einfach ins neue Spiel rein und gucken. Übrigens, Assassin's Creed Origin hat mich auf der Gamescom nicht überzeugt, weil einfach die Gamescom-Demos immer, finde ich, beschissen sind. Sie sind einfach mit dem Charakter, der Level, was auch immer ist, und man kann überhaupt nicht ein Spiel finden in den paar Minuten, die man das spielt, und dann hängst du und denkst so, okay, es gibt Schiffe. Ja, man kann jetzt wieder mehr mit Schiffen reisen und man ist jetzt in Griechenland, ein viel schöneres Setting, finde ich, vor allem das, die griechische Mythologie, und es wird auch mystische Wesen geben. Und jetzt 3, 2, 1, los! Verdammt. Ah, jetzt. Bereit, mein König. Sag dir, Nickes. Bist du je mit deinem Sohn fischen gegangen? Nein, nie. Ich habe nur das Soldatenleben kennengelernt. Ich wäre gern mit meinem Sohn fischen gegangen. Aber nun. Stellen wir uns unserem Schicksal. Spartiaten! Jeder eurer Atemzüge hat euch zu diesem Punkt gebracht. Jeder Tropfen Blut, Schweiß und Tränen, all das führte euch dahin, wo ihr steht. Hier und jetzt. Die Perser rücken an, um uns alle zu versklaven. Ich habe einen besseren Plan. Ich sage, wir huldigen den Göttern mit ihrem Blut! Was sagt ihr dazu, Spartiaten? Für unsere Söhne! Für unsere Töchter! Für Sparta! Ach, ein Traum. Sie haben sogar die Original aus 300 Synchronstimme genommen von König Leonidas. Ein Traum. LB vielleicht ein Angriff. Ah, RB vielleicht ein Angriff. Ich bin sowas wie der Übergott. Warum muss ich eigentlich diese Schadenspunkte sehen? Ich kann bestimmt irgendwo deaktivieren. Ja, der fette Leonidas-Kick. Bam! In die Grube mit dir. Ich frag mich gerade, was Kontertaste wäre. Warum tanzt Leonidas mit seinem Speer so?
gibt auch Hunde auf dem Schlachtfeld. Und sie hören sich an, wie als wenn sie in echt hinter mir bellen würden. Warum sollte auch mein LP-Start funktionieren von Anfang an? Kümmerlicher Sport hier ab! Ich bringe Xerxes deinen Kopf! Ich schnapp ich! Xerxes schickt deine Schafe zum Schlachter! Komm, Perser! Ah, X ist ausweichen. Alles klar. Ich bringe Xerxes deinen Kopf! Törichter Sport hier ab! Komm und hol ihn dir! Irgendwo kann ich die andere Synchronstimme hier vom Kämpfer auch. Hey, hau mich jetzt nicht so viel. Ah, ich will lieber auf A ausweichen als auf X. Mein Sohn ist mehr Krieger als du es bist. Wenn ich mit dir fertig bin, werden alle Söhne Spartas Xerxes Sklaven sein. Vater, Söhne sterben lieber. Das lässt sich arrangieren. Ohne deine Armee bist du nicht mehr so vorlaut, was? Hm, doch eigentlich schon. Du bist so stark. Du ziehst dein Leid nur in die Länge. Kein Gegner für einen Spartiaten. Wir wurden verraten, mein König. Xerxes weiß von dem geheimen Gebirgspfad. Sie kommen. Bis zum Morgen seid ihr komplett umzingelt. Wir sind Spartiaten. Wann sind wir es nicht? Spartiaten? Dieses Wort wird nichts mehr bedeuten. Wenn Xerxes euch vom Angesicht der Erde... Den heutigen Tag werden die Perser niemals vergessen! Und dann morgen wird sich die ganze Welt erinnern! Endlich. Ach, die Neuzeit. Wow, das ist Cass Layla. Glaubst du wirklich, das ist der Speer? Oh ja, das ist er. Und das Buch lag fast genau darüber. Ich hatte noch nie so viel Glück in meinem Leben. Okay, los geht's. Willst du dem Ding wirklich trauen? Ich meine, das Buch könnte... Fein hoch, Victoria. Du bist der Boss, Boss. Ich bereite alles vor. Okay, gut, pass auf. Ich habe seit dem letzten Mal ein paar Änderungen vorgenommen. Mit der modernen Technik kann man einfach nicht Schritt halten. Ich kann die Simulation auf die maximale sensorische Synchronisation einstellen, wenn du möchtest. Ah, jetzt schalten wir. Ach komm, nicht Albtraum, aber schwer. Ganz oder gar nicht, wie ich immer sage. Sag Bescheid, wenn es dir zu intensiv wird. Ich kann die Einstellungen jederzeit ändern. Hier legst du fest, wie viele Informationen ich dir einspeisen soll, während du im Animus bist. Ein neuer Ansatz. Du musst die Welt selbst erforschen, um Zielpersonen und Questziele aufzudecken. Das ist das Spielerlebnis, das wir für Assassin's Creed Odyssey vorgesehen haben. Ein eher traditionelles Spielerlebnis. Marker werden für jederzeit angezeigt und Questziele erhältst du automatisch.
nur mich. Ich komme klar. Ein bisschen Unabhängigkeit hat noch keinem geschadet. Zumindest glaube ich das. Gib einfach Bescheid, wenn du Hilfe brauchst. Ich kann die Hilfen jederzeit wieder einschalten. Hör mal, Layla, bevor du da reingehst. Wenn dieses Buch recht hat, werden der Speer und die Geschichte alles verändern. Du setzt viel Vertrauen in eine ziemlich unzuverlässige Quelle. Historiker oder nicht, dieser Typ schrieb über magische Objekte und den Willen der Götter. Herodotos ist nicht Homer, sondern der erste Geschichtsschreiber. Und in diesem Text steckt mehr Wahrheit, als du vielleicht glaubst. Wem sollten wir bei der Suche nach ISO-Artefakten mehr glauben, als dem Mann, der sagt, er hätte einen ihrer Nachfahren getroffen? Ich weiß aber... Du musst mir vertrauen. Vielleicht hast du recht und dieser Speer und das Buch haben nichts zu bedeuten. Aber etwas sagt mir, dass es nicht so ist. Und ich werde Abstergo nicht den Vortritt lassen. Du hast recht, wir haben sowieso nichts zu verlieren. Es gibt nur ein kleines Problem. Und das wäre? Das Manuskript ist in schlechtem Zustand, gelinde gesagt. Und die DNA auf dem Speer konnte zwei Personen zugeordnet werden. Du musst dich für einen der beiden DNA-Stränge entscheiden. Die Wahl liegt bei dir. Ein Mann oder eine Frau? Cassandra oder Alexios? Möchte ich eine weibliche Figur? Boah, wer möchte die ganze Zeit auf den Arsch gucken? Ich kann mich mit einem Mann identifizieren. Er wird uns den Weg zeigen, ganz sicher. Alles klar, Boss, dann können wir anfangen. 431 vor unserer Zeit. Wir kommen. Der Beginn des Peloponnesischen Krieges. Viel Glück da drin. Ich will dir keinen Druck machen, aber es hängt alles von dir ab. Diesmal wird Abstergo nicht gewinnen. Wenn dieses Buch recht hat und wir das Artefakt wirklich finden, können die Assassinen endlich zu alter Stärke zurückfinden. Du schaffst das schon. Oh, und Victoria? Lies das Buch. Es enthält Geheimnisse, die ich alleine nicht finden werde, wenn ich da drin bin. Ei, ei, Captain. Leben und Sterben lassen die Griechen... Die Griechen töteten ungewollt Kinder so gut wie nie. Tut mir leid, die Ladezeit war zu kurz. Oh, Griechen. Direkt ein Arsch für uns. Und ich habe den Schniepel gesehen vorne an der Seite. Und wir spielen im Entdeckermodus, weil dran stand Assassin's Creed Odyssey. Wurde so entwickelt, dass dieser Modus bevorzugt werden sollte. Natürlich sieht das ganze Ding wieder sehr wundervoll aus. Hat eine Nachricht für dich. Sag deinem Boss, die kann er sichern sein. Für letzte Woche! Malaka! Der Zyklop sagte, du spielst gern den Harten. Dann uns in der freigeschaltet. Komm etwas näher, dann erlebst du es. Du solltest mittlerweile wissen, dass der Zyklop seine Schulden immer eintreibt. Du musst deine Lektion lernen. Wenn der Zyklop mich was lehren will, dann soll er selbst herkommen. Leg dich nicht mit dem Zyklopen an! Ah, das Blutlevel gefällt mir auch. Letzte Woche? Diese Scheiße passiert jede Woche. Ich kann so nicht weitermachen. Ah, danke für die Warnung. Nach vorn halt, nicht nach hinten. Verdammte Hacke, das ganze Blut läuft nach innen und gerinnt. Was ist mit dir passiert? Gar nichts, Phoebe. Jetzt ist alles wieder gut.
Wieder der Zyklop, oder? Hat er seine Lektion noch nicht gelernt? Offensichtlich nicht. Na klar. Bedien dich ruhig. Hast du auch Hunger, Ikaros? Meinst du, Zeus wird mich auch mit einem Adler segnen, so wie er dich gesegnet hat, Alexios? Vielleicht kannst du ihn für mich darum bitten. Ich versuche, ein gutes Wort für dich einzulegen. Endlich. Also, was hat dich hergeführt? Oh, das hätte ich fast vergessen. Markus sucht nach dir. Was will dieses Wiesel jetzt wieder? Ich weiß nicht. Er will dich in seinem neuen Haus treffen. Auf seinem Weingut. Was? Ein Weingut? Malaka! Das Gut liegt auf dem Weg nach Sami. Er sagt, der Wein wird ihn reich machen. Seit wann gehört ihm ein Weingut? Seit gestern, glaube ich. Also, Markus, der mir noch Drachmen schuldet, kauft ein Weingut? Von welchem Geld? Weiß nicht. Wo kann ich Markus' neues, schönes Anwesen finden? Kennst du die Statue des Zeus auf dem Einos? Es ist südlich von dort. Nun, ich denke, ich schulde Markus einen kleinen Besuch. Danke, Phoebe. Ich werde Markus sagen, dass du kommst. Go, go! Oh, mein Kopf. Entscheidung. Die Entscheidungen, die du triffst, haben offensichtliche und verborgene Konsequenzen. Wege sie daher gut ab, da sich manche auf die Story auswirken und dauerhafte Folgen haben. Genug jetzt. Sag diesem einäugigen Irren, wenn er euch nochmal schickt, schneide ich ihm sein anderes Auge auch heraus und verfüttere es an meinen Vogel. Ach, schöner Auftakt. Herr Markus, sobald ich angezogen bin. Bin ich nicht angezogen? Das ist so die typische griechische Kleidung. Ich überlege gerade. Ein sehr nützliches Geschenk von Markus an den kleinen Alexios. Aber gegen die Schläge des Zyklopen wird er mir kaum helfen. Ach, der kleine Dolch, der da liegt, meint er. Riecht das gut. Höchste Zeit, dass ich ihn leere. Ach, das ist mein Pinkeleimer. Ziehen wir sie an. So, das war die falsche Taste, das war nämlich die Taste für die Karte und nicht fürs Inventar. Du bist immer schön, dass wir diese Maussteuerung haben, obwohl ich mit Controller auf dem PC spiele. Ach, habe ich noch gar nicht erwähnt, dass wir die PC-Version spielen, ne? Gravurliste. Sieh dir in dieser Liste gesperrte und freigeschaltete Gravurvorteile an. Besuche dir einen Schmied, um Ausrüstungsstücke und Waffen mit diesen Vorteilen gravieren zu lassen. Geil, das nennt man dann griechisches Anziehen. So, der Bogen mag teuer sein, aber zerbrochen. Und hier drin können wir dann schnell speichern. So, finde Markus und rede mit ihm. Er soll ja südlich von der Zeusstatue stehen. Ja, hier liegen vorne mehr Rüstungen,
die einfach nur ausgestellt sind, die 10-mal besser wären als das, was ich überhaupt gerade anhabe. Entschuldigung, da ich dich anrempel. Dachte, ich könnte mit dir reden. Höhle des Titis entdeckt. Okay, schauen wir mal, was das bedeutet. Oh, ich muss ständig meine Unterwäsche sehen. Da unten scheint eine Truhe zu sein. Upsala, und wo geht's wieder raus? Ich weiß nicht, irgendwie die Bewegungen wirken ein bisschen merkwürdig. Und ich muss die ganze Zeit seine Unterwäsche sehen, das macht mich auch ein bisschen krank bis jetzt. Es könnte bestimmt schlimmer sein. Ziele ausmachen. Spüre das nächste Ziel mit Hilfe von Questhinweisen oben links auf dem Bildschirm und Informationen auf der Weltkarte auf. Sobald du dich vor einen Ort entschieden hast, den du erkunden willst, drücke A, um die Markierung auf der Karte zu platzieren. Der Südseite des Berges Ennos. Das kann ja nur da oben gewesen sein. Aber es gibt nicht mehr diesen Sichtmodus, ne? Obwohl vielleicht später. Was ist denn jetzt los? So, dankt ihr mir, dass ihr noch lebt? Ah. Keine Manieren. Also, wenn man die direkt tötet, müsste ich jetzt nicht gegen die kämpfen. Wenn man übrigens erfolgreich ausweicht, kriegt man anscheinend einen Slow-Mo-Modus. Komm her, Bogenschütze. Durchsuchen wir euch mal. Ah, ich kann Leichen schleppen. Oh, und ich bin richtig schnell mit der Leiche auf dem Rücken. Anscheinend kann man nicht mehr die... Oder? Konnte man letztes Mal nicht noch die Waffen aufsammeln? Das muss das Weingut sein. Direkt vor mir. Du bist ja nähe deines Ziels. Drücke nach oben, um Icarus zu suchen. Da ist es ja. Mal sehen, was du dir diesmal eingebrockt hast, Marcos. Das scheint eine Wache zu sein. Tja,
Und was Marco sich eingebrockt hat, das sehen wir dann beim nächsten Mal, wenn es weitergeht mit Assassin's Creed Odyssey.